Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Wie schon gerade angekündigt, wir senden heute aus der Musikinstrumentensammlung und daher haben sich mit Sicherheit viele schon mal die Frage gestellt, was hat ein Klavier eigentlich mit Petersilie zu tun? Wie Insina schon gesagt hat, ich bin Musikwissenschaftler und ich kann euch das erklären. In den Geisteswissenschaften arbeiten wir sehr gerne mit Zitaten. Und dieses Zitat von Dürrenmatt möchte ich heute für meinen Beitrag als Motto und als Forschungshypothese gleichermaßen nutzen. Kultur ist die Petersilie auf dem Karpfen. Was will uns der Autor damit sagen? Das ist relativ einfach. Er will uns sagen, Kultur ist nichts anderes als Deko. Und hier fängt die Kritik der Geisteswissenschaft bereits an. Regel Nummer 1, traue niemals einem Buch. Regel Nummer 2, prüfe immer die historische Quelle und ihren Kontext. Im Fall von Dürrenmatt hat er nämlich noch mehr gesagt. Natürlich stimmt dieses Zitat, aber er meinte eigentlich, Kultur ist nur dann Petersilie, das heißt nämlich Deko, wenn es uns Menschen sehr gut geht. Dann wird Kultur zu Schmuck und zu Luxus. Und das fand er nicht in Ordnung. Ich bin heute hier in der Musikinstrumentensammlung und ich möchte jetzt über ein Stück Kultur sprechen, was im Grunde so die Petersilienkultur schlechthin ist. Und das ist die Musik. Dieser Mann, meine Damen und Herren, ist Ulrich Rück. Durch ihn haben wir seit den 1960er Jahren rund 1500 Musikinstrumente aus seiner privaten Sammlung. Wir haben nicht nur seine Musikinstrumente bekommen, sondern auch seine gesamte Sammlungskorrespondenz. Was heißt das? Das sind ungefähr 35.000 Einzelseiten, so sehen die unter anderem aus, die in irgendeiner Weise Briefe oder Dokumente sind, die mit seiner Sammlung zu tun haben. Was aber macht man damit? Und hier fängt die Musikwissenschaft an. Wir tragen das ein, wir erschließen das und schreiben auf Ort, Name, Objekt, Institution, Jahreszahlen, Preise, Ereignisse, im Grunde alles, was in irgendeiner Weise interessant sein könnte, um am Schluss das gesamte Kompendium systematisch durchsuchen zu können. Aber die beste Datenbank bringt einem überhaupt nichts, wenn man keine Forschungsfrage hat. Und diese Forschungsfrage hat Rück durch sein Lebensalter im Grunde einfach mitgebracht, weil dieser Mann hat gelebt in dieser Zeit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hier sind wir automatisch in einem Bereich der Geisteswissenschaften, die wir Provenienzforschung nennen. Provenienzforschung heißt, wir erforschen die Herkunft eines Objekts vom Zeitpunkt seiner Erstehung bis heute und wenn möglich lückenlos. Und gerade über diese Zeit des Nationalsozialismus ist das besonders wichtig, weil nicht nur hochpreisige Kunstwerke Juden oder politisch verfolgten Menschen abgepresst wurden, wie das damals hieß, sondern auch historische Musikinstrumente. Und dieses Musikinstrument hier, unser Chopin-Flügel, hat Ulrich Rück in den Jahren 1939-40 gekauft. Mit dem ist alles in Ordnung, das freut uns. Als er diesen Flügel endlich in Nürnberg hatte, hat er ihn sofort spielbar gemacht, restauriert, um ihn in die Welt zu schicken und Konzerte darauf veranstalten zu lassen, um den originalen Chopin-Klang in die Welt zu tragen. Und hier würde ein völlig anderer Forschungsbereich anfangen, nämlich die sogenannte historische Aufführungspraxis. Das ist eine Mischung aus Wissenschaft und künstlerischer Praxis. Und da hängt dann nochmal etwas dran. Das ist die gesamte Wissenschaft im Bereich Kunsttechnologie und auch Restaurierung. Wie kann man so etwas Altes konservieren oder gegebenenfalls spielbar machen? Und wir sind sehr stark auch hier am Germanischen Nationalmuseum damit befasst und holen uns ab und an dann auch aus Fürth von den Frauenhofern die absolute Spitzentechnik und dürfen ein solches Instrument dann auch mal in die größte Röntgenanlage der Welt stellen, um den Blick ins Innere zu wagen, sodass wir tatsächlich zerstörungsfrei hochauflösende Bilder
des Inneren bekommen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Was ich noch erzählen möchte, ist ein Stück der Provenienzgeschichte dieses Flügels. Und die hat Ulrich Rück uns selbst geliefert, da er sich selbst ebenfalls dafür interessiert hat. Dieser Flügel hier neben mir hat eine Vorbesitzerin gehabt, die er tatsächlich ausfindig machen konnte und uns ein Dokument dadurch geliefert. Das fängt an mit, das hat eine alte Dame geschrieben damals, meine Mama, als sie ein Kind war. Und jetzt müssen wir einen kleinen Sprung in der Geschichte machen. Wir befinden uns nämlich plötzlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar nicht mehr in Deutschland, sondern in Frankreich, mitten in Paris. Und zwar im Salon von Familie Schlesinger. Und meine Damen und Herren, Maurice Schlesinger war damals einer der bedeutendsten Musikverleger in der Hauptstadt der Kunst und Kultur Europas, Paris. Und jeden Mittwochabend hat er in seinem Salon alles eingeladen, was in irgendeiner Weise nur Rang und Name im Kunstzirkus hat. Und mittendrin stand dieser Flügel. Und aller Wahrscheinlichkeit haben sie alle darauf gespielt. Nun heißt dieses Instrument aber Chopin-Flügel, und so geht dieser Brief weiter von der alten Dame, die von ihrer Mama erzählt, als sie ein kleines Kind war und sie nach den Abendgesellschaften mit Chopin vom Essen weggeschlichen ist, an diesem Flügel auf seinen Schoß gesprungen ist und mit ihm zusammen Kinderlieder gespielt hat. Ich finde, diese Geschichte immer wieder ist wunderschön, und sie geht historisch gesehen in diesem Bereich, dass Objekte eine historische Aura haben. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Aura, ob es sie wirklich gibt. Ich sehe sie nicht, aber ich musste mich auch schon eines Besseren belehren lassen. Als ich noch nicht hier gearbeitet habe und noch studiert habe, das war 2003, bin ich mit einer Exkursion hier in diese Sammlung gekommen. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Sammlungsleiter zu sprechen, und er fragte so, ne, spielst du ein Instrument? Ja, Klavier. Was spielst du denn so? Oh, gerade Chopin-Walzer. Ja, komm mal mit hier, kannst du dich mal an dieses Instrument setzen. Du darfst das auch spielen. Und das ist aus dieser Zeit von Chopin. Und ich fange an zu spielen, und dann schob er so ganz nonchalant hinterher und meinte, Chopin hat übrigens auch schon da drauf gespielt. Und ganz ernsthaft, das hat mich irgendwie geflasht. Ich war sehr beeindruckt, und bis heute ist da ein Stück Bedeutung irgendwie geblieben. Und das ist etwas, was Kultur eben auch ausmacht. Es ist auf der einen Seite dieser Riesenkosmos von Wissen und auf der anderen Seite diese emotionalen Momente, dieses zutiefst menschliche. Kultur ist eben gerade nicht das, was Natur ausmacht. Kultur ist vom Menschen gemacht und für den Menschen gemacht. Und Kultur und Geisteswissenschaften sind dafür da, herauszufinden, wie das funktioniert und im Sinne Dürrenmatts, wie wir diese Kultur am besten verwenden. Und insofern ist es natürlich unsere Frage, wie wir schlussendlich damit umgehen. Ich glaube, ihr entscheidet euch richtig, und ich sage nur, mehr Petersilie essen. Vielen Dank.